Willkommen zu einem kleinen Infovideo zu dem Devblog von Cattle and Crops, der am 13. September veröffentlicht wurde, in dem gezeigt wird, wie die Ballen gehandelt werden vom kleinen Arion. Wir können hier sehen, dass auf dem hufnahen Feld ein Strohballenpolder liegt, will ich es mal nennen. Und der Arion wird jetzt nach und nach ein paar Ballen auf den Joskin Vago legen, auf den Zweiachs Vago. Und ihr könnt unten das Steuerkreuz sehen von der Maus. Und wenn ihr die Gabel beobachtet, also es wird im Prinzip nur eine Achse, die für hoch und runter bewegt. Und die Gabel bleibt immer horizontal stehen, was ein Hinweis darauf ist, dass eine Euro-Steuerung verbaut ist in dem Schlepper, die auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass die Verladeaktionen um einiges einfacher sind, weil eben die Gabel immer horizontal stehen wird. Jo, was ist hier noch auffällig? Die Ballen an sich haben alle ein scheinbar relativ hohes Gewicht. Ich weiß nicht, was ein so ein Ballen wiegt. Ich schätze mal so zwischen 500 und 900 Kilo, könnte ich mir gut vorstellen. Ist auf jeden Fall das 2-Tonnen-Gewicht hinten am Schlepper dran. Und wenn er reinfährt in den Ballenstapel, da wird er auf jeden Fall gut gebremst. Also da schiebt sich nichts hin und her. Was ist hier noch auffällig? Ich mache mal kurz auf Pause. Hier sind vereinzelt einige Ballen drin, die andersfarbig sind als der Rest, was meiner Meinung nach darauf hindeuten könnte, dass auch die verschiedenen Getreidearten verschiedenfarbiges Stroh haben, was eben auch auf die Farbe eine Auswirkung haben könnte. Und ihr seht hier, wie der Schlepper schön, ich sag mal übertrieben, anfängt zu wippen, wenn er bremst. Auch sich zur Seite bewegt. Also sind hier gewisse Regeln der Physik auf jeden Fall zu beachten beim Arbeiten. Sonst wird es hier ganz schnell geschehen, dass der Schlepper bei einer schnellen Kurvenfahrt einfach auf der Seite liegt. Und auch hier gerade nochmal einen Unterschied zu sehen zu der hochgefahrenen Gabel. Die Seitbewegung des Schleppers sind dennoch vorhanden, aber eben nicht mehr ganz so stark, wie wenn der den Arm ganz oben hat. Und auch hier rutscht die Ballengabel nicht irgendwie durch die Strohballen durch. Die bleibt an Ort und Stelle. Und wir werden hier auf jeden Fall ziemliches Fingerspitzengefühl beweisen müssen, wenn wir dann die ersten Ballen verladen. Ja, schön zu sehen, wie der Schlepper vorne nach unten geht. Und auch wenn ihr euch das die Stoppel noch anschaut, die gehen jetzt nicht mehr, also es entstehen nicht mehr sofort Fahrspuren beim einmaligen Drüberfahren, wie das erst war, sondern erst nach einer ganzen Weile. Also hier ist jetzt noch keine tiefe Fahrspur zu sehen. Vielleicht ist der Bodenwert nochmal verändert, dass der nicht mehr ganz so nass ist. Aber dennoch macht das auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck und ich habe das zum Glück gerade zufällig an der Stelle gestoppt, seht ihr hier oben. Da steht schon der nächste Joskin zur Abfahrt bereit und wenn wir mal schauen, der hier unten, der hat zwei Achsen und der hier oben, der hat quasi eine dritte Achse noch dazu. Das heißt also, das ist der größere Joskin. Das heißt, auch da gibt es wieder was zum Auswählen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Video haltet. Vielleicht ist euch ja noch was anderes aufgefallen, was ich jetzt noch nicht so gesehen habe. Und danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.